Hallo und willkommen heute zu einem Video über das Crown Serenity Hotel in Side in der Türkei. 7 Nächte haben wir hier verbracht und hier ist mein kleiner Bericht über das Hotel und alles drumherum. Wie sehr viele Hotels hier in Side ist dieses auch ein 5-Sterne-Hotel und in der Lobby war alles klar. Wir haben also gleich unser Zimmer bekommen und ja, es ist eigentlich schön anzusehen hier. Es ist noch relativ leer, aber es ist ein Hotel, das im Moment, als wir dort waren, hauptsächlich von russischen Urlaubern bewohnt war. All inklusive im Hotel kann bei einigen Gästen auch schon Probleme bereiten, weil sie nicht schnell genug ein neues Getränk kriegen. Hier ist die Schlange sehr lang. Das wohl Wichtigste im Urlaub ist das Hotelzimmer und da konnten wir nicht klagen. Hier mal ein Blick in unser Zimmer, natürlich unaufgeräumt. Es gibt ein drittes Bett und ja, es ist relativ groß und es ist auch alles vorhanden, was man braucht. Wir haben einen Fernseher mit selbst deutschem Programm, ein Schreibtisch, Kühlschrank ist in dem Schrank unter dem Fernseher untergebracht. Da waren noch immer gute Getränke drin, allerdings alles alkoholfrei. Ja, das Bad ist auch voll und ganz ausreichend, eine schöne große Dusche und wer wollte, konnte jeden Tag Handtücher und Badetücher wechseln lassen. Der große Balkon ist für zwei Personen voll und ganz ausreichend mit Blick auf den Pool. Zum Glück sind wir hier an dem kleinen Pool und du siehst schon die Karawane der Menschen unten. Die streben alle zum Bus, denn da fährt der Strandbus ab. Ja, die Poolanlage hier in diesem Hotel liegt direkt an der Hauptstraße gegenüber. Die Gebäude sind noch im Rohbau, aber das kann auch ganz lustig sein, denn man kann teilweise auch den Handwerkern bei der Arbeit zuschauen. Für europäische Ohren nervig ist der Ruf hier von der Moschee, die sich genau gegenüber befindet. Den Badegästen an der Rutsche und in dem Poolbereich ist es vollkommen egal. Hier im Bereich der Rutschen befindet sich auch die Bühne für die abendlichen Shows. Weiter geht unser Weg über die Anlage hier, über eine Brücke vorbei an dem Indoor-Pool und zum anderen Bereich der Poolanlage. Und wir gehen über die Brücke rüber und wieder ins Gebäude hinein, denn dort gibt es auch so einige Sachen, die interessant sind. Auf der Etage darüber hast du einen wunderbaren Platz. Du hast Schatten, wenn du möchtest. Du kannst in der Sonne sitzen und wenn du möchtest, kannst du auch hinunterschauen auf die Poolanlage. Wir allerdings wollen uns jetzt die Patisserie anschauen und waren sehr enttäuscht, aber das siehst du jetzt hier selbst. Hier ist noch alles okay auf diesem Schild. Öffnungszeiten und die Fotos, die versprechen einiges und dann kommst du hinein und was du hier siehst, ja, leere Möbel zusammengeschoben, ja, da kann keiner richtig dran sitzen. Was sollen die Leute auch hier, muss ich jetzt leider sagen, schau mal, das Kühlregal, ja, da ist nichts und Patisserie, ja, da oben, da liegen da so ein paar Krümelchen. Es ist nicht ein Mensch da drin, der den man ansprechen könnte, wenn man türkisch könnte. Ja, die beiden anderen Restaurants, die haben auch ständig geschlossene Türen gehabt. Aber es belohnte uns dann vom Balkon aus die Aussicht auf das türkische Gebirge an dieser tollen Küste. Dieses Hotel ist ca. 7 Kilometer entfernt von, ich nenne es mal, dem Zentrum von Side Urlaubshotels. Hier hast du ein paar kleine Geschäfte, wo du einkaufen kannst, aber richtig was los ist so. Wie gesagt, um 7 Kilometer entfernt befindet sich die Mall of Side. Hier sind wir dann abends hingefahren. Wer also irgendwie, viele Gäste kommen ja wegen der günstigen Markenartikel
Kopien hierher. Wer deshalb kommt, der ist hier richtig aufgehoben. Und was hier natürlich auch nicht fehlen darf, denn internationale Gäste sind hier, das ist McDonald's. Und schau dir mal die Preise an. Das ist also hier nicht günstig, obwohl man glaubt, in der Türkei wäre alles günstig. Was günstig ist, sind diese ganzen Markenartikelkopien. Also ich habe immer nur den Kopf geschüttelt. Es wird gekauft wie wahnsinnig hier von den Touristen. Ja, in Deutschland kann man oder auch in Russland kann man damit wohl groß angeben. Ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen. Selbst die Rolex-Kopien gibt es in allen Ausführungen hier. Ja, und natürlich darf nicht vergessen werden, Apotheken gibt es auch wie Sand am Meer hier. Die Preise sind auch entsprechend günstig. Knappe 10 Minuten braucht man mit dem Hotel-Strandbus, der gerade auf uns zufährt, um an den Strand und die Strandbar und ja, Restaurant zu kommen. Es ist schon eigenartig, mit offener Einstiegstür zu fahren. Okay, wir sind nicht schnell gefahren, aber genieße mal diese tolle Fahrt hier. Danke. Ja, für die Badegäste ist es natürlich ganz schön, hier unten an den Strand zu kommen. Es gibt jede Menge Liegen, es ist auch für Sonnenschutz gesorgt. Es gibt WCs und Duschen hier und das Restaurant, das Crown Serenity Strandrestaurant. Das ist, ja, wir haben uns das angeschaut, wir haben nichts gegessen und nichts getrunken dort. Es ist speziell hier. Wir waren nicht begeistert davon. Ja, und dann hat irgendjemand die Idee gehabt wohl, ich nehme das Messer weg. Und wo es gelandet ist, das kannst du jetzt nicht mehr sehen. Aber oben auf dem Dach hast du es ja erblickt. Ja, wir starten wieder zurück Richtung Hotel. Wir haben wieder eine relativ feste Straße erreicht und es ist schon hier. Es wird hier ordentlich gebaut. Ein Hotel am anderen wird neu gebaut. Das ist hier noch eine ziemliche Baustelle, der ganze Ort. Und hinter diesen Bäumen befindet sich unser Hotel, das Crown Serenity. Und die vielen Dolmusbusse hier, die stehen deshalb hier, weil die Endstation von den Dolmusbussen sich befindet an dieser Stelle. Jetzt gehen wir kurz mal den Innenpool uns anschauen. Der ist ja auch gar nicht so klein. Also für die Wintergäste wird er sicherlich ausreichen. Ja, eigentlich ein schöner Innenpoolbereich. Das war mal was Schönes hier im Hotel. Es geht jetzt gleich um das Essen, um die tollen Lebensmittel hier im Hotel. Und da wirst du schon mal schauen, wie es da aussieht. Also Brot, ja, das ist das Brot. Das ist nicht so besonders schön. Und ich finde, wenn es schon da steht, es gibt Toast. Da lag Toast und liegt ein bisschen auch noch. Und das soll der Toastapparat sein hier. Schau mal, was da passiert. Ich mag es gar nicht. Ja, es ist wirklich nicht möglich, da was reinzutun. Ja, und das ist steht dran an den Eiern, 7 Minuten Garzeit, ja? Also so sieht bei uns kein 7-Minuten-Ei aus. Also ich habe das so gelassen, wie es da ist. Ich habe es nicht gegessen. Ja, und wenn du dann nach diesem tollen muslimischen Frühstück, du darfst nicht vergessen, in der Türkei gibt es kein Schweinefleisch. Das heißt, es gibt keine Salami, es gibt auch kein Schweineschnitzel hier. Wenn du dann entspannen möchtest, dann hast du hier sogar die Gelegenheit, den Bauarbeitern beim Bauen zuzuschauen. Oder aber
Du hörst dann den Rufer der Moschee. Ja, und jetzt geht's zum Wichtigsten eigentlich im Urlaub, das Essenangebot. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wir Deutschen hier im Hotel sind in der Minderheit. Es wird hauptsächlich von russischen Urlaubsgästen genutzt und entsprechend ist auch das Essen hier. Wir waren ja im Februar im Turi Blue in Side, ein Fünf-Sterne-Hotel, wo selbst der Hoteldirektor von diesem Crown Serenity sagt, ja, das Hotel hat ja auch 6 Sterne. Ja, also das Essen hier, ich habe fast täglich nur Pommes mit Hähnchen-Crossis oder vielleicht auch mal eine Frikadelle, wenn man Glück hatte, gab es eine noch gegessen. Also das war nicht das Highlight des Urlaubs. Ja, aber vielleicht gefällt dir ja dieses Essen hier. Ja, so ist das, ne? Wenn du dann meinst, du kriegst noch ein bisschen Obst. Da ist nichts. Ja, hier gibt es dann Show-Kochen oder wie sagt man dazu? Also so eine türkische Spezialität, irgendwas in Rollenform gebracht. Ich kann nicht sagen, was das ist. Man musste auch möglichst gleich um 18 Uhr an der Tür stehen. Da standen dann schon so 50, 80 Leute mindestens, damit man überhaupt irgendwo noch etwas finden konnte. Denn wenn man eine Stunde später erst, obwohl es bis 20:30 Uhr geöffnet war, das Restaurant abends, ab 19 Uhr war es schwierig, überhaupt noch was Vernünftiges hier zu finden. Außerdem bemängele ich, dass an vielen Speisen nicht dran steht, was es ist. Da ist also irgendwas in der Schüssel oder in der Schale drin und ja, keiner weiß, was es ist. Und wenn man nicht alles isst, ist das schon sehr schwierig. Ich habe auch keine Lust gehabt, da zigmal mir irgendetwas auf den Teller zu tun und dann hinterher festzustellen, ach, das ist ja Fisch, denn ich esse überhaupt keinen Fisch. Teilweise war es auch so, da gab es dann irgendwelches, so wie hier, irgendwas mit Kartoffeln und dann sollten da Fleischklößchen drin sein, die waren aber alle rausgesammelt und nur dann so Kartoffeln, das ist es ja auch nicht so. Immer wieder schön anzusehen sind natürlich diese Dessertstücke hier, diese Kuchen und ja, das war immer das, was natürlich schön aussieht, was verdammt süß ist und ja auch ganz schön viel Kalorien hat, nicht wahr? Genieße den Anblick, wenn man schon jetzt nicht zugreifen kann. Airport Preise hier von Burger King und einem Pizza-Anbieter gewaltig, ne? Hier endet dann auch mein Bericht über das Crown Serenity Hotel in Side. Ja, nun sind wir schon am Ende angekommen im Landeanflug auf BER Berlin-Brandenburg. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es dir Spaß gemacht hat, dass du mir dann einen Daumen hoch gibst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bye, bye.